Aber naja, damit wissen wir schon mal, was hinter dieser Wand ist. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze aussieht, und jetzt werden wir einmal, wo wir gerade was sind, hier hinterschauen, denn ich wollte schon immer mal wissen, was hier hinter ist. Und Moment mal, das kenne ich doch. Das sieht echt ähnlich wie die Starterlobby von Gomma aus, oder? Find schon. Boah, bei mir droppen gerade die FPS, also find schon, dass es... Das sieht echt viel Gomma aus. Lol, der Server ist gerade richtig am Abkacken. Aber naja, damit wissen wir schon mal, was hinter dieser Wand ist. Wir können jetzt hier bauen und so, was wir wollen. Jetzt können wir zum Beispiel das hier mal nehmen. Und tschüss. So, wen wollen wir mal hochpushen? Moment mal, hier gibt es doch jemanden, den ich bestimmt hochpushen will. Nö. Komm, der vergesslich, der hat was Besseres als Platz 1 verdient hier. Genau, da platzieren kannst du dich dort auch nochmal schön freuen. Dann haben wir hier einen Zaubertisch, dort können wir zum Beispiel unser Tankkit verzaubern. Aber ich habe gerade leider nichts dabei, da können wir jetzt einfach hier mal uns etwas abbauen. Und dann zack, machen wir uns eine Werkbank und dann craften wir uns mal ein bisschen was. Das Ding ist, man respawnt halt hier auch immer wieder. Das heißt, man kann so oft kämpfen, wie man lustig ist. Und ja, jetzt kann man sich hier zum Beispiel seine eigene Minecraft-Welt aufbauen. Hier kann man jetzt entspannt farmen gehen. Und da unten ist das Void. Dort sollte man jetzt, glaube ich, besser nicht rein. Vor allen Dingen... Das hier, das Game Setup, da steht, das ist nur während der Lobbyzeit verfügbar. Wieso programmiert man überhaupt so etwas ein? Da müsste man ja davon ausgehen, dass es so einen Bug gibt. Und da haben wir jetzt einen schönen Eingang. Also wenn wir jetzt auf Gomme wären, könnten wir uns jetzt einfach hier hinsetzen. Und dann können wir aber ernsthaft. Das hier ist doch auch eine coole Lobby. Also klar kann ich es verstehen, dass sie das hier zugemacht haben und oben den Spawnpunkt hingesetzt haben. Ist auch cool, aber das hier unten finde ich auch eigentlich sehr ansprechend. Vor allen Dingen haben die das hier doch, die haben das hier sogar geändert. Das bedeutet, es könnte sein, dass sie erstmal überlebt haben, das hier unten als Spawnpunkt zu nehmen. Okay, finde ich auf jeden Fall krass. Hier haben sie noch ein paar Köpfe. Hier ist der Palle, Phasen, Unge. Und dann haben wir hier noch Revi.
Aber ja, ist eigentlich sehr gemütlich hier. Haben wir hier drüben noch etwas? Nee, das würde ich sagen, bauen wir mal kurz auf. Hier ist noch was. Achso, okay, ja, das hier ist sowieso ganz normal. Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch hiermit schon am Ende. Wir haben jetzt eigentlich alles ausprobiert, was so geht. Fragt mich nicht, wie der Bug geht. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das Video seht, habe ich das auch schon im Forum reported. Ich habe keine Ahnung, wie der Bug geht und ich reporte. Also der Bug ist schon reported und eventuell, wenn ihr das Video seht, auch schon gefixt, weil sowas, ja, ist eigentlich ein unnötiger, trotzdem lustiger Bug. Trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden zweiten Tag, 15 Uhr, auf meinem Kanal gibt es ein brandneues Video. Dann würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute.